Ein Radl, das sich nicht bewegt, ist ein Radl, das nicht gut schwebt. Mit dem Bike durch die Luft fliegen. Einige lieben es, einige hassen es. Ich finde, es gibt kaum ein Gefühl, das besser ist. Wow. Aber das war nicht immer so. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich nämlich genauso Angst gehabt wie jeder, der was anfängt, das Springen zu lernen. Jeder Kicker ein Feind und jede Landung eine 50-50-Chance. Ich habe mich irgendwie gefühlt wie in einer Lotterie, wo der Zufall meinen Flug bestimmt. Bis der Zeitpunkt gekommen ist, wo man so einiges klargeworden ist. Wenn ich sicher in der Luft bin, brauche ich keine Angst mehr vom Landen haben. Aber wie werde ich sicher in der Luft? Heute geht's weder um Tipps zur richtigen Sprungtechnik, nur einen Zeitraum, in dem du springen lernen wirst. Heute geht's um Strategie. Eine Strategie, die mich vom ängstlichen Anfänger zum selbstbewussten Jumpline-Fahrer gemacht hat. Eine Strategie, die mich ohne größere Verletzungen sicher ans Ziel gebracht hat und die genauso dahin bringen kann. Heute geht's um die Wahrheit über Springen lernen. Grüß euch Gott zu einem neuen Video. Heute geht's darum, wie es wirklich ist, wenn man springen lernen will und wenn man mit Hilfe von ein paar Tutorials und einem ausgeklügelten Plan die Angst vom Springer komplett wegnehmen kann und vom Anfänger zum Profi wird. Auf geht's! Okay, wie jeder von euch weiß wahrscheinlich, besteht der Sprung immer aus drei Phasen. Den Absprung, der Landung und der Flugphase. Und wir starten heute aber nicht wie üblich mit dem Absprung, sondern wir fangen nur mit der Flugphase, weil das ist der Punkt, der was bei mir so einiges verändert hat. Seit ich mit dem Springen angefangen habe, habe ich immer im Hinterkopf gehabt, dass ich so gerade wie möglich durch die Luft fliegen muss, um wieder sicher und gerade zu landen. Aber das führt zu einigen Problemen. Jeder kennt's und jeder ist schon mal in so eine Situation geraten. Der sogenannte Dead Sailor beschreibt die Situation, wenn man in der Luft versteift und irgendwie nichts mehr daran ändern kann, dass man komplett schief wird. Bereits bei leichter Schräglage, ausgelöst durch den Wind oder durch einen unsauberen Absprung, habe ich nichts mehr machen können, um meinen Sprung zu korrigieren. Und solche Erfahrungen lösen sehr viel Angst aus, denn Angst kommt immer von Situationen, die man nicht kontrollieren kann. An dem Punkt habe ich mir dann gedacht, verdammt, wie soll ich eigentlich das Springen lernen, wenn die Chance, dass etwas schief geht, höher ist als die, dass alles richtig läuft. Aber eines Tages habe ich dann was entdeckt. Ich war bei den Audi Trails drüben und wollte nur ein bisschen an meiner Kurventechnik feilen. Da sind immer wieder ein paar Kids an mir vorbeigefahren, die schon so kleine Whips über jede einzelne Welle gemacht haben, die so existiert hat. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso machen sie das? Ich habe einer dann eine Zeit zugeschaut und aber die größeren Jumps waren sie extrem solide unterwegs. Und dabei ist mir aber aufgefallen, dass nie jemand gerade drüber gekupft ist. Wir sind gerade hinten bei den Audi Trails in Oberndorf und das ist der Ort, wo bei mir meine dreijährige Reise eigentlich so begonnen hat. Und um genau zu sein, hat das bei dem kleinen Sprung begonnen. Und da kommen wir mal gleich zum ersten Tipp, den ich euch mitgeben will. Und der heißt, ein Radl, das sich nicht bewegt, ist ein Radl, das nicht gut schwebt. Wenn man anfängt, das Radl zu bewegen, kriegt man mehr Kontrolle über die Flugphase und macht sich somit weniger angreifbar für Seitenwind. Das hat den Grund, dass man mit dem geneigten Bike nicht mehr so eine große Fläche bietet. Ich habe mich also nicht unterkriegen lassen und habe von da aus versucht, mein Bike immer mehr in der Luft zu bewegen. Egal wie, Hauptsache kein statischer Flug. Somit habe ich immer mehr Kontrolle über die Situation gekriegt und meine Angst ist immer weniger und weniger geworden. Aber sie war noch lange nicht weg. Bei mir war das Ganze so, ich habe jetzt nicht klassisch auf einer Jumpline gestartet, sondern ich habe auch viel was gelernt nur gestartet. Also da, wo wir eben am Anfang waren, bei so ganz kleinen Hügeln, wo es eigentlich gar nicht als Sprünge durchgehen. Und da habe ich schon versucht, das Bike zu bewegen. Man fängt es auf die kleinsten Sprünge an, damit man mal den Absprung und die Landung vergessen kann. Weil angenommen, da geht was schief bei einem kleinen Sprung, dann wird nicht viel passieren, weil du bist meistens ziemlich langsam und bist auch nicht hoch oder sonstiges. Hast also keinen Impact. Am Anfang beginnt man am besten mit sogenannten Turnbars, was nichts anderes ist, als den Lenker in der Luft ein bisschen einzudrehen. Wenn man das immer und immer wieder macht, verwandelt sich das Ganze schön langsam zu einem kleinen Tabletop bzw. auch zu ganz leichten Whips. Und zu dem Zeitpunkt lernt man eine der wichtigsten Skills überhaupt. Es ist nicht schlimm, wenn man nicht perfekt landet. Boah. Alter, heiß ist, bist du deppert.
Wir haben also gelernt, dass die Flugphase nicht perfekt sein muss. Wie schaut das Ganze aber bei der Landung aus? Es ist genau gleich falsch zu denken, dass die Landung perfekt gerade mit dem Radl wieder sein muss, sondern indem man mit dem Radl spülen anfängt und dann einmal merkt, dass man einfach das Hinterrad ein bisschen schief einsetzt, dann merkst du auch, dass eigentlich nichts passiert, oder? Sagen wir mal so, solange das Vorderradl in die richtige Richtung zeigt, dann bist du ziemlich safe, weil dich der Schwung immer wieder auspendelt. Und das ist aber eine richtig wichtige Erfahrung zu machen. Also das empfehle ich jedem, dass er zu Fleiß mit dem Hinterbau immer einmal ein bisschen schief landen sollte, auch wenn es nicht so gesund fürs Radl ist. Aber es sorgt einfach dafür, dass du Kontrolle kriegst darüber, wie sich das anfühlt, wenn einmal ein Sprung nicht perfekt läuft. Weil um alles, was heute geht, ist eigentlich, dass man aufhört, so perfektionistisch zu denken. Also dass man sich nicht verrückt macht, dass alles gut anlaufen muss, sondern dass man locker werde im Kopf, weil das ist das, was am Ende den Unterschied macht. Wenn du jetzt also merkst, dass du bei kleinen Sprüngen ein bisschen schief landen kannst, das Rad ein bisschen in der Luft bewegen kannst, dann können wir uns um einen Absprung kümmern. Der Absprung ist ohne Zweifel die wichtigste Komponente für einen guten und sicheren Sprung. Das Problem? Er ist der schwierigste Teil davon. Das hat den Grund, dass sich der Absprung immer verändert im Gegensatz zur Landung und zur Flugphase. Je nach Kickerradius und Anfahrtsgeschwindigkeit verändern sich die Kräfte, die auf dich und dein Bike wirken. Wie habe ich also die Hürde überwunden und gelernt, wie man richtig abspringt? Um genau zu sein, mit Hilfe von zwei Sachen. Punkt Nummer 1 sind YouTube-Tutorials. Und bevor du jetzt denkst, Ma Philipp, bitte, lass uns da kurz erklären. Der YouTube-Kanal The Lone Ranger hat vor circa einem Jahr das ultimative Video gemacht, wo es hauptsächlich um den Absprung geht. Und da ist mir klar geworden, man kann es nicht einfacher und besser erklären, als er das gemacht hat. Um es kurz auf Deutsch zusammenzufassen, er redet über die Stand-up-to-the-Jump-Technik, die sich bei jedem Sprung anwenden lässt, egal wie schnell du bist oder wie steil der Kicker ist. Grundsätzlich erklärt das Video den Prozess vom aktiven Absprung perfekt. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass du gerade kein Tutorial-Video von mir schaust, sondern einen Erfahrungsbericht, wie ich das Springen gelernt habe. Und das Tutorial vom Lone Ranger war definitiv ein treuer Wegbegleiter für mich. Die Wahrheit ist, der Absprung ist sehr komplex und am Ende des Tages ist das Schauen von Tutorials genauso Teil des Prozesses wie das Praxistraining und die Wiederholungen. Was uns direkt zum zweiten Punkt führt. Es ist immer gut zu wissen, aber noch besser ist es zu fühlen. Du kannst dir hunderte von YouTube-Tutorials und Videos anschauen zur perfekten Sprungtechnik, aber das wird dir am Ende des Tages nicht viel bringen, wenn du nur die Theorie kannst und nicht rausgehst und die Praxis übst. Okay, kleiner Tipp nur am Rande. Es ist auch mega hilfreich, sich so eine Jumps zu suchen, wo man quasi einen Transfer da oben machen kann, so eine Art Hipsprung. Das ist mega hilfreich, dass man einen guten Grund hat, sein Radl zu bewegen, weil wenn man da gerade raushüpfen würde, dann wird es ziemlich schief gehen und dann wird man in der Schrägen ja gerade landen, was man ja nicht will. Und ich würde sagen, da probieren wir jetzt ein, zwei Mal ein bisschen reinhüpfen. Ich versuche mal vorzuzeigen, wie es nicht geht und ich versuche vorzuzeigen, wie es geht, okay? Das Witzige ist, ich habe selber einige Versuche gebraucht, bis ich es dann einmal perfekt hingekriegt habe. Und das zeigt schon wieder genau das, von dem ich vorher geredet habe. Es ist wichtig, das Ganze öfters zu machen, weil beim ersten Versuch funktioniert es eigentlich so gut wie nie. Sowieso bei allen Themen immer ein guter Tipp, extrem viel Variation einbringen. Also nicht nur einen Sprung aber probieren, sondern jede Wöhn, die was im Bikepark runterkommt, jeder kleine Mugel, den springt man ein bisschen weg, da probiert man einfach ein bisschen herum und über die Zeit progresst man einfach die Technik und kriegt ein bisschen ein Gespür für das Ganze und ja, keine Gelegenheit ausnutzen, keine Gelegenheit auslassen, wollte ich natürlich sagen. Was ich zum Thema Absprungtraining nur empfehlen würde, ist folgendes. Bitte versuch nicht den Sprung wegzudrücken, sondern immer aktiv abzuspringen. Das fühlt sich gerade am Anfang vielleicht ein bisschen beängstigend und falsch an, aber wenn du gut darin werden willst, solltest du dich bestmöglich darauf konzentrieren, hoch zu springen und nicht weit. Denn dabei lernst du die Kompression vom Sprung zu kontrollieren. Nimm dir zum Beispiel einfach einen kleinen Sprung, auf den du dich wohlfühlst und versuchst in die Landung zu schaffen mit so wenig Speed wie möglich. Das hilft dir dabei von Anfang an das richtige Gefühl und die richtige Technik für Springen aufzubauen. Und ja, das wird dich immer wieder mal in eine unangenehme Lage bringen, aber das ist auch Sinn der Sache. Weil dann merkst du, dass du noch nicht da bist, wo du sein möchtest, bevor du auf größere Sprünge gehst. Wie lautet jetzt also meine Strategie, um verletzungsfrei vom Anfänger zum Profi im Springen zu werden? Um genau zu sein, sind es zwei Worte: Konstanz und Vertrauen. Now is the time, it's not-
In den letzten 3 Jahren habe ich eine Vision gehabt. Eine Vision, wie es wohl sein würde, wenn man die riesigen Sprünge mit dem Mountainbike fahren kann. Die Vorstellung, irgendwann keine Angst mehr davon zu haben, hat mich so gefesselt, dass ich genug Motivation gehabt habe, um die lange Reise zu beginnen. Ja, das war die Mission, da drüber springen. Das Problem ist, die Motivation wirst du nicht immer haben. An dem Tag, wo es nicht so läuft, wie du das gern hättest, da wird dich deine Motivation verlassen. Sorry, wenn die Mut gerade ein bisschen down ist, aber ich bin gerade so viel am Überlegen, ob das gescheit ist, das jetzt zu riskieren oder nicht. Deshalb ist es viel wichtiger, diszipliniert zu sein und darauf zu vertrauen, dass du am Ende dein Ziel erreichen wirst, wenn du das konstante Training durchziehst. Irre, also das ist ein Sprung, der ist f***ing insane. Es ist keine Frage von wie schaffe ich es, sondern nur eine Frage von wann schaffe ich es. Und egal wie schnell man lernt, ob in 6 Monaten oder in 5 Jahren, wichtig ist nur zu wissen, dass man früher oder später da sein wird, wo man es sich nie hätte vorstellen können, solange man sich nicht von den schlechten Tagen aufhalten lässt. Ich habe euch einen relativ guten Einblick geben können, wie es ist, es springen zu lernen und dass es mehr braucht als nur ein paar Tipps und Tricks. Das Ganze ist einfach mit viel Zeit und noch viel mehr mit Übung verbunden und ich glaube, wenn man meinen Kanal so ein bisschen durchschaut, dann sieht man, wie viel Wert ich immer aufs Springen gelegt habe und wie oft das bei Episoden ums Springen geht. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass ich den Lernprozess für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen abkürzen habe können. Und ja, wenn dem so ist, dann lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was es für Videos wie die heute, weil das ist eigentlich das, was das Improve Yourself so richtig ausmacht. Somit würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis bald und habe Ehre. Ciao.